Ja, ihr Lieben, hier ist wieder Claire und heute mal ein Video zu alten Zauberbüchern. Das werde ich häufig gefragt und man kann tatsächlich heutzutage einiges auch noch relativ leicht bekommen. Ja? Es gibt natürlich im antiquarischen Markt, da kriegt man alles und zwar original von damals. Da muss man aber auch einige hundert Euro dann investieren oder auch noch mehr. Das ist also wirklich was für absolute Sammler. Ja, worauf ich heute kommen möchte, das sind zwei Bücher, einmal das 6. und 7. Buch Moses. Das ist noch relativ gut zu bekommen. Und Der lange verborgene Freund von Georg Hohmann. Das Buch wiederum ist bei uns nicht ganz so bekannt. In den USA ist das der absolute Renner als Long Lost Friend. Da gibt es sogar extra Bücher drüber, die das erklären. Ist bei uns nicht so bekannt. Ist aus dem 19. Jahrhundert von einem Deutschstämmigen in Amerika geschrieben und ist dort in der Volksmagie, auch im Hoodoo und in diesen Traditionen sehr, sehr bekannt und beliebt. Also da wissen wir manchmal gar nicht, was wir für Schätze haben, die dann rübergegangen sind und die von dort zu uns zurückschwappen. Grundsätzlich sind beide Bücher aber sehr ähnlich. Ja? Kommen wir erstmal zum 6. und 7. Buch Moses. Und das war, als ich noch Teenie war. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Das war die Zeit weit vor dem Internet. Und damals gab es noch so kleine Kataloge für Musik, für alles Mögliche. Und die hatten auch manchmal so kuriose Bücher mit drin. Unter anderem auch das 6. und 7. Buch Moses dabei. Und ich war natürlich wahnsinnig neugierig, aber ich habe mich nicht getraut. Weil das war ja so, ach, das ist schwarze Magie und was weiß ich nicht alles. Also da war so ein ganzer Wust von Mythen rundherum. Und ich habe dann erst sehr viel später, als ich recherchiert habe für diverse Bücher, die ich dann selber geschrieben habe, bin ich drüber gestolpert und dachte natürlich, jetzt geht's ab. Ja, also jetzt kommen die wilden Sachen. Und dann habe ich es gelesen und war so ein bisschen enttäuscht, weil es ist gar nicht so wild, wie man sagt. Zeitlich können wir das in der Entstehung einordnen, etwa im 18. bis 19. Jahrhundert. Pi mal Daumen. Das kann man ganz gut zuordnen, weil sich hier drin, das ist die Katze, nicht wundern, komm, geh mal aus dem Bild, Mausi, weil man hier drin kabbalistische Talismane und ja, Amulettzeichnungen sozusagen, also die Schrift als Glücksbringer, als Amulett findet. Und diese Dinge hatte man erst so, das fing erst ab dem, kannst du mal die Kamera in Frieden lassen? Die Katze von hinten, ne? Nicht wundern. Diese Dinge fingen erst etwa ab dem 17. Jahrhundert an. Also dadurch kann man das zeitlich immer ganz gut einordnen. Und ja, hier hat man auch die merkurischen Geister, all diese Dinge, die Venus. Das ist also klassische Zeremonialmagie und das ist wirklich eine wilde Mischung, wenn man es mal so betrachtet. Wir haben hier einerseits Zeremonialmagie. Das wird einem Rabbi zugeordnet, so richtig denke ich aber nicht, dass das wirklich ein Rabbi war. Das war dann mehr so Pseudonym. Man wollte es einfach spannender machen. Mäuschen, gehst du mal aus dem Bild? Mau, mau. Okay, komm. Ja, genau. Also da haben wir auf der einen Seite einen kabbalistischen Teil im Buch. Hier auch die, manche der Siegel sind auch relativ bekannt. Ja, das findet man teilweise auch in Amerika. Die haben ja wirklich alles. Und komm, geh mal aus dem Bild. Ich muss die Katze, also wenn es euch stört, müssen wir sie doch mal aus dem Bild bringen. Aber kommen wir mal zu. Ja, da hat man also diese Siegel. Die sind auch relativ bekannt. In den USA gibt es sogar richtig Bücher von so volksmagischen Verlagen, die praktisch nur diese Siegel und wofür sie gut sind und dann kann man damit arbeiten. Ist natürlich, wenn man es jetzt klassisch magisch betrachtet, extrem verkürzt und ganz schwierig, weil man sollte schon wissen, was man da tut. Und wer sozusagen mit jedem Kringel, der da gezeichnet wurde und mit jedem Buchstaben, wer damit gemeint ist. Ja, hier haben wir auch noch ein schönes Beispiel. Also im Grunde, aus klassisch-magischer Sicht, kann man das nur benutzen, wenn man auch weiß, was das alles einzeln bedeutet. Ja. Aber es wurde natürlich heute wie früher auch einfach so genommen, sozusagen abergläubisch. Aber ja, es kommt ja was bei rum. Die Leute würden es sonst nicht machen. Ja, also es ist natürlich typisch deutsch, denkt man dann natürlich, ah, das ist nicht korrekt. Aber von der Sache her ist es dann eben doch, es muss ja hinkommen, sonst würden es die Leute nicht bis heute machen. Ja. Ja, und danach kommt ein ganz langer Teil. Das macht eigentlich, das Kabbalistische haben wir hier so der Teil des Buches und der dicke Teil des Buches. Da geht es um Volksmedizin, um Aberglaube, um
Vorzeichen, um Magie, wie man Diebe ausfindig machen kann. Das war früher ein Riesenthema. Das hat man auch bei traditionellen Heilern, dass die teilweise so Sachen wie Diebesbannungen und so weiter mit im Repertoire hatten. Das war ganz normal damals. Was haben wir denn noch Spannendes? Wie man eine Wohnung findet, Haus und Hof vor Hexen schützen, wie man die Bienen segnet. Also das ist auch, man nennt solche Bücher ja auch oft die magische Hausväterliteratur. Und das trifft es ganz gut, weil wirklich für jedes Problem, was man damals haben konnte, auch mehr so in Haus und Hof natürlich, fand man Zaubersprüche, fand man Tipps, was man machen kann, wie man magisch damit arbeiten kann. Und das ist halt wirklich spannend. Vorzeichen am Körper, also wir haben das ja bis heute auch noch manche Dinge, ja, so nach dem Motto, ah, du hast eine Wimper, kannst dir was wünschen, puste sie weg, darfst den Wunsch aber keinem erzählen. Und das ist sozusagen komprimiert, also da hat man das alles nochmal richtig, was man tun muss, wenn jemand verstirbt, wie man zum Beispiel zu Kranken gehen kann, ohne sich anzustecken. Es geht darum, wie man die Hochzeit glücklich gestaltet, was man da beachten muss. Boah, es nimmt kein Ende. Wie man den richtigen Beruf wählt, was man von Hunden glaubt, die Schwangerschaft, gute Tage zum Aussehen. Da hat man hier dann eine lange Liste. Mondstände, es ist Wahnsinn. Und viel auch zum Abbeten, viele Geschichten mit Heiligen, Edelsteinglaube, vom Werwolf. Was haben wir hier noch alles? Ja, und dann nach diesem magischen Teil kommen sozusagen die Praktika des täglichen Lebens, wie solche von klugen und erfahrenen Leuten als sonderlich nützlich und dienstlich erachtet worden sind. Und da geht es dann praktisch um die Gesundheit, gegen Brüche, gegen, wenn man Blut erbricht, Zitronensäure als schmerzstillendes Mittel. Also es geht wirklich einmal quer durch den Gemüsegarten. Alles, was einem passieren könnte, wird in diesem Buch ausführlich aus volksmagischer Sicht der damaligen Zeit besprochen. Und da passiert auch was, was viele so, es wurde ja immer so ein bisschen als schwarzmagisches Buch dargestellt, jedenfalls in meiner Jugendzeit war es so, oh, ganz gefährlich. Und das Ding ist, es ist christlich. Die ganzen Zauber arbeiten mit Heiligen, mit Maria, mit der heiligen Dreifaltigkeit und so weiter. Das ist mir auch schon oft aufgefallen, dass manche Leute bei diesen Heilsprüchen und bei den Segen sagen, naja, aber das ist ja alles christlich. Natürlich, die Magie war damals sozusagen christlich unterfüttert. Es ging ja gar nicht anders. Ja, die haben die Leute auch nicht so einfach vom Zaubern weggekriegt, wie man heute immer denkt. Das war teilweise, sind ja sogar Pfarrer, gegen Pfarrer gab es Erlässe, dass die aufhören sollen zu wahrsagen und für ihre Schäfchen Magie zu praktizieren. Ja, da war der Pfarrer dann teilweise mehr so ein Zauberbanner. Das gab es alles. Wir dürfen uns das nicht so eindimensional vorstellen. Die Zeit war unglaublich vielfältig damals. Ja, und im Grunde ist unser lange verborgener Freund hier, der in Amerika erschienen ist, ganz ähnlich. Da gibt es zum Beispiel ein Mittel, um auf leichte Art Fische zu fangen. Ein Mittel, einen rechtmäßigen Prozess zu gewinnen. Was haben wir noch? Die Bienenstöcke von Würmern zu befreien. Was haben wir noch Schönes? Feuersnot zu wenden. Und so weiter. Also man, es ist auch, ich finde es geschichtlich unheimlich interessant, weil da ist ja alles drin beschrieben, was die Leute damals für Probleme hatten und was es für Herausforderungen gab, einfach durch die Zaubersprüche dagegen in den Büchern. Ja? Also für die heutige Magie ist es nicht ganz so interessant, muss ich sagen. Das ist einfach, weil wir in einer anderen Zeit leben. Wir müssen jetzt nicht Feinde, Räuber und Mörder stellen, wenn ich jetzt hier gleich mal weiter vorlese, oder die Waffen festmachen. Oder, was haben wir hier noch? Ein Segen gegen alles. Na gut, sowas kann man gebrauchen. Ja, bei Fieber und Krankheiten und so weiter gehen wir, glaube ich, eher zum Arzt. Das ist auch ganz vernünftig. Trotzdem ist es einfach spannend. Ich finde, historisch sind solche Bücher wunderbar und mich persönlich interessiert sowas immer. Erstens mal, ein, zwei Sachen findet man doch immer, die für heute noch gut geeignet sind. Und auf der anderen Seite taucht man so direkt in die alte Zeit ein. Man kann mal sehen, was hat die beschäftigt, was gab es für Sorgen, für Nöte. Man merkt auch in diesen Büchern sehr, wie gut es uns heute geht. Also wenn man das alles mal so durchliest, dann denkt man, Mensch, danke, dass ich heute und hier lebe. Ja, das ist wirklich so. Wird ja auch oft in spirituellen Kreisen so idealisiert, die gute alte Zeit und früher. Und da kann man nur sagen, lest euch mal durch, was die alles für Sorgen hatten und dann fangt nochmal von vorne an. Ja? Allein schon die Kindersterblichkeit damals, da muss man gar nicht mehr sagen. Ja, also wie gesagt, zum Beispiel hier auch, wenn ich das sehe, gegen Warzen und so, das sind so Sachen, die kann man heute auch noch gut gebrauchen.
Von der Sache her, ihr merkt schon, es ist wirklich breit gefächert. Man springt vom Hundertsten ins Tausendste dabei und genau so sind diese Bücher auch. Ich persönlich würde sagen, jeder, der sich mit der Magie-Geschichte befassen will, den das interessiert, der Freude daran hat, sollte es unbedingt mal unter die Lupe nehmen. Es ist leider oder zum Glück, je nachdem wie man sieht, nicht halb so spannend, wie immer behauptet wird, so als düsteres Zauberbüchlein. Wie gesagt, mit den Heiligen und Mutter Maria und allen. Das wird schon ein bisschen schwierig, das dann noch zu düster einzuordnen. Die kabbalistischen Einflüsse sind sicherlich auch nicht so dunkel. Also von der Sache her, diese Sachen, das ist Aberglaube über den Aberglauben sozusagen. Aber magiehistorisch eine spannende Sache und auf jeden Fall empfehlenswert. Wer mal Zeit hat, das ist so schön für ruhige Stunden, mal ein bisschen schmökern, in alte Zeiten eintauchen. Es ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Und wie gesagt, 1, 2, 3, 4 Sachen findet man dann doch, die auch für heute noch gut anzuwenden sind. Gerade bei so Sachen wie beispielsweise die gerade erwähnten Warzen, wo man heutzutage ja teilweise auch Probleme hat, dass die immer wieder kommen. Und mit vernünftigen Sachen aus diesen Büchern, es schadet ja nichts. Ja, es sind meistens Sprüche, es sind einfache Dinge und ja, mit den ernsthaften Sachen geht man ja sowieso zum Arzt heutzutage. Ja, also kleiner Tipp aus der alten Volksmagie, aus der alten magischen Tradition. Wer sich dafür interessiert, es ist wirklich mal spannend zu lesen.